Moin moin und herzlich willkommen zur ersten Folge Two Point Hospital auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe noch kein Spiel gestartet, weil ich möchte den Vorspann mit aufnehmen. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen das Video laufen lassen und dabei nicht reden. Danach aber natürlich weiter labern. At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Just infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet? I'm teeing off at three. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. So. Willkommen im Two Point Country. Ich bin Albert Crank und werde auf. Oh, war zu schnell weg. Wo erste Krankenhaus steht, klicke, um anzufangen. Ja. Ja, dann machen wir doch mal hier das Hooksport Krankenhaus. Fangen wir doch mal an. Oh, ne, die Grundlagen des ersten Krankenhauses. Okay. Willkommen. Du bist bereit, dein erstes Krankenhaus zu bauen und ein paar Patienten zu heilen. Jo, bin ich. Ah. Einmal Tutorial Quatsch. Das Krankenhaus braucht zuallererst eine Aufnahme. Dort können sich Patienten anmelden, wenn sie im Krankenhaus eintreffen. Bauen wir einen Empfangsschalter in der Nähe des Eingangs. Ah ja, okay, kann ich auch drehen, das ist gut. Linke Maustaste gedrückt. Und X und Y dreht das, okay. Lass mal ein bisschen Platz. Immer da mal hin. Und wir brauchen einen Assistenten für den Empfang. Stellen wir gleich einen ein. Klicke auf das Feld. Assistenten bla. Einstellen. Assistent. Ach du grüne Leute. Ja, dann nehmen wir mal den billigsten, ne? Arbeitet für ein Apfel und ein Ei. Hat eine Ballonfahrt gebucht und dann gekniffen. Lol. So, bitteschön. Toll, bevor wir offiziell die Türen öffnen, brauchen wir eine Arztpraxis. Patienten werden in jeder Phase der Diagnose einen Allgemeinmediziner besuchen. Der Allgemeinmediziner untersucht Patienten und entscheidet, ob sie zur Behandlung oder zur weiteren Diagnose geschickt werden. Brauchen wir jetzt eine Arztpraxis? Um ein Zimmer zu bauen, klicke auf das Feld und wähle einen Eintrag aus der Liste. Ja, unwichtig, klicke ich mal weg. So, eine Arztpraxis. Wie groß muss sie denn sein? Machen wir so, ne? Keine Ahnung. Ah, jetzt ist es blau. Ja, und wie kann ich wieder was wegnehmen? Ach, Mindestgröße 3x3. So. Ja, die Tür. Machen wir dahin. Dann einen Schreibtisch. Setzen wir dahin ein. Krank. Ja, machen wir noch einen Abfalleimer hin. Feuerlöscher kann auch nicht schaden.
Haben wir noch eine Pflanze in die Ecke. Arzneischrank und den ganzen Quatsch können wir noch nicht. Fenster sind drin. Dann fertig. Ausgezeichnet. Wir brauchen jetzt einen Arzt für die Arztpraxis. Stellen wir einen ein. Machen wir doch. Ärzte. Hungerlaune. Arbeitet für ein Abhörer? Nein. Bleibt ständig in Bäumen stecken. Jo, den nehmen wir, der passt zu uns. Gute Neuigkeiten. Labert er? Coming up next, 42 hours of music from the background band. Enjoy! Ach, ein Labersack als DJ, okay. Gute Neuigkeiten, unser Krankenhaus ist neu eröffnet. Die ersten Patienten kommen. Nach der Anmeldung an der Aufnahme werden sie zum Allgemeinmediziner geschickt, um sich diagnostizieren zu lassen. Heranzoomen raus, ah ja, die Geschichte. Oh, der Arzt sitzt ja verkehrt rum. Okay. Hätte ich andersrum platzieren sollen? Egal. Dreh die Kamera. Okay, da muss ich einmal kurz hier die Einstellungen. Gar nicht drin mit der Maus oder was? Ah ja. So, gucken wir noch mal. Erste Patient ist da. Okay, Medikamente noch. Wir haben es noch und nochmal. Wir haben unseren ersten Patienten diagnostiziert. Der Allgemeinmediziner hat dir eine Nachricht geschickt. Schau in der Nachrichtenliste unten rechts nach. Wir werden wohl eine Apotheke bauen müssen, um den Patienten zu behandeln. Naja, Logo. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Mörteln. Die Mörteln-Ansteckung erfolgt meist im Badezimmer. Glücklicherweise ist moderne Medizin bei der Behandlung sehr effektiv. In früheren Tagen musste der Befall unter Schmerzen herausgekratzt werden. Der Patient möchte sich behandeln lassen, dafür wird folgendes so benötigt. Apotheke. Patient bitten zu warten. Wartebereich habe ich auch noch nicht. Apotheke, Zimmer, Apotheke. Wie groß müssen die mindestens sein? That tune to myself all week, which is uncanny because I've never heard it before. Or have I? Okay, 3x3 reicht. More catchy music coming right up. So, hier ist ein Aberrat. Dann schauen wir mal da in die Ecke. Was gibt's denn noch? Fenster haben wir. Ja, komm, Aktenschrank gibt's auch hier, die Apothekenkante. Natürlich Mülleimer. Feuerlöscher. Eine Pflanze. Fertig. So, dafür brauchen wir dann auch einen Krankenpfleger. Da. Hygienisch, arbeitet für ein Apfel und ein Ei. Charmant, glaubt, dass Wolken auch Gefühle haben. Ja, das ist in Ordnung. Bitteschön. So, Objekte kann ich hier jetzt. Mal hier kann man noch eine Wartebank schon mal machen.
Einmal. Noch einmal. Ah, die Tür hier ist ein bisschen kacker. Egal. Schwörungsständer. So. Auch mal ganz dicke hin hier, ne? Getrennt. Patient geheilt. Gut gemacht. Du hast unseren ersten Patienten geheilt. Wir haben uns etwas Geld verdient und den Ruf des Krankenhauses verbessert. Dadurch werden wir neue Patienten gewinnen. Wenn ein Arzt oder ein Krankenpfleger einen Patienten behandelt, beeinflusst deren Fähigkeit die Erfolgsaussichten. Bestimmte Krankheiten sind schwieriger zu behandeln als andere. Heute habe ich es wieder beim Vorlesen. Diagnostiziere und behandle weiter Patienten, damit wir genügend Geld verdienen, um das Krankenhaus ausbauen zu können. Nun ja, dann gibt es jetzt erstmal ein Getränk, einen Snackautomaten hin, damit die sich auch wohlfühlen hier, die Dödel. Hausmeister und Instandhaltung. Wir haben jetzt noch ein paar ziemlich teure Maschinen. Du solltest über die Instandhaltung Gedanken machen. Der Zustand von Maschinen verschlechtert sich mit der Nutzung. Also müssen sie von Zeit zu Zeit gewartet werden. Verwahrloste Maschinen können ein Feuerrisiko sein. Feuer gelten gemeinhin als schlecht fürs Geschäft. Ein Hausmeister, einen kriegen wir auch an. Hausmeister. Nehmen wir den billigen hier. Reizbar, positiv, einer von vielen. Na, was der andere hier? Positiv, Klassenclown. Würde dich zum Spaß auf der Rechnung sitzen lassen, den nehmen wir. So, Patienten bei Laune halten. Ja, das haben wir alles schon gemacht. Patienten sind durstig, hungrig, gelangweilt. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Oh, ich habe sogar einen Profit von 3000. Personal, Energie und Pausen. Die Arbeit ermüdet. Die Arbeit Mitarbeiter. Dein Müll noch. Alter, ich hab's im Vorlesen, Leute. Die Arbeit ermüdet deine Mitarbeiter, sodass sie früher oder später eine Pause machen müssen. Ein Pausenzimmer hilft ihnen, sich zu erholen und dann mit neuer Kraft weiterzuarbeiten. Auch Getränke oder Snacks sorgen für Zufriedenheit für zufriedenes Personal. Okay. Ah, seht mir das heute ein bisschen nach, bitte, dass ich das Vorlesen heute nicht ganz so fehlerfrei hinkriege. Machen wir da. Wollen die ein Sofa da rein haben? Okay. Ein Spind kriegen sie auch. Ein Stück. Conditions at the Rotting Hill Hospital are getting worse every day. Apparently patients are just as likely. Ah, komm, wir machen hier mal. 3x3 machen wir das. Kommt da noch ein Sessel rein? Abfalleimer hatte ich glaube ich schon, ne? Na komm. Ja, aber kein Feuerlöscher. Eine Pflanze brauchen die auch. Ja, aber die Automaten, dann machen wir lieber noch ein Sofa rein. Snackautomaten können die öffentlichen noch benutzen. Hier möchte ich nicht abbrechen. Bau das. Ja. Pausenzimmer. Wie der Name schon nahelegt, suchen Mitarbeiter das Pausenzimmer auf, wenn sie eine Pause machen. Füllen wir das Zimmer mit interessanter Ausstattung, damit sie sich vollständig erholen können, bevor ihre Pause vorüber ist. Hinweis, du kannst Mitarbeiter im Pausenzimmer platzieren, damit er eine Pause macht. Oder in einem Arbeitszimmer, um ihn dort arbeiten zu lassen. Ja, das weiß ich mit dem Mauszeiger, danke.
Ja, Snacks und Getränke, das hatten wir doch gerade schon. Bau dieses Zimmer. Toilette. Oh, wir brauchen eine Toilette. Das bauen wir jetzt noch und dann ist leider die erste Folge auch schon wieder vorbei, so wie ich sehe. Nicht erreichbar. So. Waschbecken, Handtrockner. Eimer. Feuerlöscher und eine Pflanze. Fertig. Ja. Dann danke ich euch fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr uns auf den anderen Medien mal besuchen kommt, also Twitch etc. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Die kommt nämlich in den nächsten Tagen. Bis dahin, ciao, ciao.